Meine Damen und Herren, aus neuerlich gegebenem Anlass möchte ich mich heute noch einmal an die deutsche Fernsehnation wenden. Eine große deutsche Tageszeitung hat uns heute ins Bild gesetzt. Heidenreich ist gefeuert. Leid tut es mir eigentlich nicht, aber... Ah, Elke! Natürlich habe ich es gelesen, die Zeitungen sind ja überall voll davon. Die Taz schreibt, Heidenreich aus Anstalt entlassen. Ich wusste gar nicht, dass du auch bei Georg Schramm und Urban Priol mitgemacht hast. Was? Du meinst, der Gottschalk hat dich beim Programmdirektor verpetzt? Na, dass der Bellut ein scharfer Hund ist, das ist doch bekannt. Das ist der Dieter Bohlen des ZDF. Der fackelt nicht lange, nein, der sagt, Mädel, dein Auftritt war Pillepalle, total unterirdisch, du bist raus. Nein, da gibt's keinen Recall. Was? Was jetzt soll ich schuld sein, weil ich dir den Artikel in der FAZ lanciert habe? Ich glaube es nicht. Natürlich, ich habe gesagt, du sollst Stellung beziehen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Dass du aber dann gegen meinen Thomas schießen musst, Mensch, der hat doch Familie. Nein. Nein, nein, ich habe den Text vorher nicht gelesen. Ich habe noch nie etwas von dir gelesen. Ich komme ja kaum dazu, das zu lesen, was ich alles schreibe. Elke, Elke, jetzt hör mir doch mal zu. Willst du jetzt einfach der Welt den Rücken kehren? Ah, nein, ich habe eine Idee. Elke, pass auf. Frag doch den Hape Kerkeling, ob du mit ihm eine Sendung machen kannst. Ich bin dann mal weg. Zwei Frauen gehen ihren Weg. Das wäre doch fabelhaft. Aber pass, nein, Elke, Elke, ich habe eine andere Idee. Die Anne will eine Talkrunde machen mit dem Titel Wie blöd ist eigentlich unser Fernsehen? Ja, ich besorge dir einen Platz auf dem betroffenen Sofa. Übrigens, der Hugo Egon Balder macht gerade eine neue Ehe- und Beziehungsshow. Tutti kaputti. In der Jury sitzen Madonna und Joschka Fischer. Was? Du willst mir das Du zurückgeben? Aber Elke, Elke, Frau Heidenreich, Frau... Aufgelegt. Was soll ich jetzt mit dem Du von Elke Heidenreich anfangen? Nun ja, Ihnen, meine Damen und Herren, empfehle ich derweil gemäß dem Goethe-Wort, schauen Sie einfach fern, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Ich rufe jetzt den Thomas an. Bei diesen vielen Telefonaten geht das ganze schöne Geld leider drauf, das ich gerade bei der Telekom abgeschöpft habe.